Locker mal das rechte Bein. Immer rechtes locker. Bein ist locker. Gut. Locker mal das linke Bein. Immer linkes locker. Bein ist locker. Gut. Locker mal den rechten Arm. Immer rechter locker. Arm ist locker. Gut. Locker mal den linken Arm. Immer linker locker. Arm ist locker. Gut. Das war klasse. Dankeschön. Jetzt kann es locker weitergehen. Immer locker, damit starten wir heute in die Jubiläumsausgabe 10. Popcore-Tutorial, heute hier aus dem Steinhaus in Bautzen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit reinschnuppert, mit dabei seid, eure Stimme ölen wollt, euch bewegen wollt, einfach ein bisschen im Schwung bleiben wollt. Und mit immer locker starten wir heute unser körperliches Einsingen, also unser Warm-up. Immer locker ist ganz gut geeignet, um rhythmisch sicher zu sein, um im Timing zu bleiben und um gleichzeitig auch ein bisschen Bewegung in den Körper zu bringen, um sich wach zu bekommen, sich aufzumuntern und so weiter und so fort. Ihr habt es gerade schon gehört. Es ist ein Rhythmical, was sozusagen auf einem Call-and-Response-Prinzip beruht. Das heißt, einer ruft was oder sagt was und die anderen antworten. Das kommt eigentlich ursprünglich aus dem afrikanischen Bereich. Die musizieren sehr viel, so Call and Response. Und schon geht's los. Ich würde quasi immer was davor sagen. Ihr macht das nach und verseht es mit einem kleinen Text. Relativ simpel. Ich bin dran. Lockert mal das rechte Bein. Dann sagt ihr, rechtes Bein ist locker. Dann sage ich, gut. Ja, wichtig ist, dass ihr nebenbei wirklich kräftig schüttelt. Ja, nochmal von vorn. Ich bin dran. Lockert mal das rechte Bein. Rechtes Bein ist locker. Gut. Bis dahin. Dann kommt das linke Bein. Dann sage ich wieder, lockert mal das linke Bein. Dann seid ihr wieder dran. Linkes Bein ist locker. Gut. Dann sind die Arme dran. Ich wieder. Lockert mal den rechten Arm, dann dürft ihr wieder antworten, rechter Arm ist locker. Dann sage ich wieder gut. Lockert mal den linken Arm, ihr seid dran, linker Arm ist locker. Gut, bis dahin. Also rechtes Bein, linkes Bein, rechter Arm, linker Arm. Nochmal von vorn, 2, 3, 4. Lockert mal das rechte Bein. Ja, rechtes Bein ist locker. Gut. Lockert mal das linke Bein. Linkes Bein ist locker. Gut. Lockert mal den rechten Arm. Rechter Arm ist locker. Gut. Lockert mal den linken Arm. Linker Arm ist locker. Gut. Jawohl. Dann kommt noch eine Schlussphrase. Da sage ich, das war klasse, danke schön. Und gleich im Anschluss antwortet ihr, jetzt kann es locker weitergehen. Ja, jetzt kann es locker weitergehen. Jetzt kann es locker weitergehen. Jetzt kann es locker weitergehen. Das ist eure Phrase, ja? Der Schluss nochmal. Ich sage, das war klasse, danke schön. Jetzt kann es locker weitergehen. Ist dann eure Antwort. Nochmal, Schlussphrase. Das war klasse, danke schön. Jetzt kann es locker weitergehen. Jawohl, von vorn. Wir lockern das rechte Bein, damit geht's los. 2, 3, 4. Lockert mal das rechte Bein. Rechtes Bein ist locker. Gut, lockert mal das linke Bein. Linkes Bein ist locker. Gut. Lockert mal den rechten Arm. Rechter Arm ist locker. Gut. Lockert mal den linken Arm. Linker Arm ist locker. Gut. Das war klasse. Dankeschön. Jetzt kann es locker weitergehen. Super. Wir würden euch den Anfang noch mal einspielen, also die Gesamtaufnahme. Da könnt ihr euch wieder dazuhauen. Viel Spaß dabei und dann haben wir das Einsingen, das körperliche Einsingen, für heute schon geschafft.
Locker mal das rechte Bein. Immer rechtes locker. Bein ist locker. Gut. Locker mal das linke Bein. Immer linkes locker. Bein ist locker. Gut. Locker mal den rechten Arm. Immer rechter locker. Arm ist locker. Gut. Locker mal den linken Arm. Immer linker locker. Arm ist locker. Gut. Das war klasse. Dankeschön. Jetzt kann es locker weitergehen. So, wir sind wieder am Piano gelandet und fangen an mit einer Atemübung. Wir hatten sie beim letzten Mal neu dazugenommen. Das heißt, wir hatten unsere S-Sch-Übung erweitert und nehmen neue Konsonanten dazu. Das sind einmal P, T und K. Denkt daran, die schön perkussiv zu machen, weil ihr die Konsonanten nutzt, um gleichzeitig abzuspringen und die Luft wieder in den Körper zu lassen. Ja, ich mache es nochmal vor. Das P, 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 P könnt ihr auch richtig rausschallen, als wäre es eine Bassdrum. Wenn wir nachher vielleicht irgendwas Jazziges singen und wir brauchen eine kleine perkussive Unterstützung, das machen oftmals die Männer, das können aber auch mal die Frauen übernehmen, dann sind wir da schon ganz gut in Übung. Also nochmal mit euch zusammen, nur P, T und K. Eins, zwei und los. Dankeschön. F, S und Sch kommt als nächstes. Gleiches Prinzip. Eins, zwei und go. F, S, Sch, 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 F, S, Sch. Wunderbärle. Wir kombinieren. 6 Konsonanten bzw. Konsonantenpaarungen. Los geht's. 1, 2 und los. P, T, K, F, S, Sch, P, T, K, F, S, Sch, P, T, K, F, S, Sch, P, T, K, F, S, Sch. Genau. Super. Los geht's auf die leichte Stimme. Wir machen wieder ein schönes, voluminöses M. Denkt daran, den Rachenraum schön weit zu öffnen. Entweder ihr habt das Gefühl, es ist ein kleiner Ball hier, aber Vorsicht, nicht knödeln. Oder ihr macht einfach nochmal dieses vorsichtige Gähnen davor. Dieses heimliche Gähnen. Oder ihr sagt einfach das Wort Boah. Und dann habt ihr dieses Staunegesicht. Und das Staunegesicht macht auch einen schönen großen Rachenraum. Los geht's hier unten. Und. Flatter von oben, gleich nochmal. Hopp! Sehr gut. Wir gehen in die Tiefe. Dua, 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 dua. Denkt an das Sch. Und nach dem Sch wieder schön locker lassen. Okay. One, two, let's go. Do I do?
fang von unten an, nach oben, wieder nach unten. Lockeres Lippenflattern, auf geht's. Unten wegsacken lassen. Okay, wir gehen nach oben. Du, wie du, wie du, wie du, wie da, du da. Out. Du, wie du, wie du, wie du, wie da, du da. Du, wie du, wie du, wie du, wie da, du da. Du, wie du, wie du, wie du, wie da, du da. Du, wie du, wie du, wie du, wie da, du da. Du, wie du, wie du, wie du, wie da, du da. Du, wie du, wie du, wie du, wie da, du da. Du, wie du, wie du, wie du, wie da, du da. Du, wie du, wie du, wie du, wie da, du da. Du, wie du, wie du, wie du, wie da, du da. Du, wie du, wie du, wie du, wie da, du da. Du, wie du, wie du, wie du, wie da, du da. Du, wie du, wie du, wie du, wie da, du da. Du, wie du, wie du, wie da, du da. Du, wie du, wie du, wie du, wie da, du da. Okay. Mal von oben ziehen und sehr gut. Heute war der Trip nach oben, könnte man fast sagen, recht schnell und durchgeflitzt, aber das könnt ihr schon ganz gut vertragen. Nach den vielen Tutorials, die wir schon gemacht haben, seid ihr da schon ganz fit drin. Okay, Borjeje, wir nehmen uns den Kanon zur Hand. Wir verlinken ihn euch unten. Borjeje ist ein Kanon, der eigentlich aus Fantasiesilben besteht. Also das sind keine Wörter, die tatsächlich nicht akzeptieren, sondern bestehen, existieren, sondern man hat sie einfach dazu genommen. Das ist auch so in die Richtung Einsingen, Vokal, Formung und so weiter und so fort. Und dieser Kanon klingt total schön, der ist so ein bisschen nordisch, skandinavisch angehaucht, also so schwedische, norwegische Musik klingt in der Richtung. Also ein tolles Ding, gefällt mir persönlich auch richtig gut. Und jetzt erarbeite ich mit euch diesen Kanon. Los geht's, stückweise, also da, wo die eingekreiste 1 steht, bis zur eingekreisten 2. Das ist sozusagen die erste Phrase, die wir jetzt angehen. Ich sing's euch mal vor. Boye, boye, ye, boye, ye, ye. Boye, ye, boye, ye, boye, ye, ye. Das ist sozusagen die erste Phrase. Ja, macht mit. Bo, hier geht's los. 1, 2, 3. Boye, ye, boye, ye, boye. Kommt ein Lo, was als, nicht als Lo, sondern als Lor gesprochen wird. Also Lo, Lo. Ja, die Phrase geht, ich singe sie euch vor. Lo, 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 lo. Ganz lockeres Ohr machen, Lo. Die Phase mit euch zusammen, wir nehmen es vom Tempo ein Stück runter. Lo, 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 lo. Nochmal. Lo. Das ist die einzige Stelle, die ein bisschen tricky ist. Nochmal die Stelle. La, 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 la. Nochmal. La, 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 la. Ganze Phrase, wo die eingekreiste 2 steht. La. 1, 2, 3. La, 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 la. Von vorn mal bis dahin. Boye, hier geht's los. Bo. 1, 2, 3. Boye, ye, boye, ye, boye, ye, ye. La, 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 la. Dann geht's weiter. Mal zuhören. Du, ja, du. Ihr merkt schon, ich habe dort andere Silben genommen, die da stehen. Die sind nicht so richtig passend für mich. Dementsprechend du, ja, du, ja. Ja, ich singe es euch nochmal vor. Du, ja, du, ja. Mit euch zusammen. 1, 2, 3. Du, ja, du, ja.
halten wir da 6 Schläge. Ja, 2 punktierte halbe Noten. Nochmal, da wo die 3 dran steht. Du, ja. 1, 2, 3. Du, ja, du, ja. Und dann geht's gleich auf dem Ton wieder weiter an den Anfang. Boy, das ist das Gleiche, das A wieder. Ne? Von vorn. 1, 2, 3. Boy, yeah, yeah, boy, yeah, yeah, boy, yeah, yeah, yeah. No, 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 no. Du, ja, du, ja. Nochmal. Boy, yeah, yeah, boy, yeah, yeah, boy, yeah, yeah, yeah. No, 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 no. Jetzt können wir die einzelnen Teile ein bisschen stimmlich differenziert gestalten. Über dem ersten Teil, wo die eingekringelte 1 davor steht, da steht schwungvoll. Ja? Und schwungvoll hört sich dann so an. Boy, yeah, yeah, boy, yeah, yeah, boy, yeah, yeah, yeah. Da können wir also so ein bisschen akzentuieren, wie so ein Rad, was sich so dreht, könnte man sich dann vorstellen. Ja? Mit euch zusammen. 1, 2, 3. Boy, yeah, yeah, boy, yeah, yeah, boy, yeah, yeah, yeah. Der zweite Teil, da steht drüber schwebend. Und da muss man sich so ein bisschen, oder kann man sich vorstellen, dass so eine Feder dahin fliegt, oder? Wie bei Forrest Gump, die so vom Wind nach oben getragen wird und die so ganz leicht ist. Das würde sich dann so anhören. Also ganz, ganz leicht. Mit euch zusammen machen und die zweite Phrase. 1, 2, 3. Dann klangbadend, das heißt, da können wir richtig du, ja, schön auf die Vokale öffnen, dass wir einen schönen Sound kriegen. Du, ja, okay, nochmal, dritte Phrase, du, 1, 2, 3, du, ja, und das Ja hin, dadurch, dass wir 6 Schläge halten, bietet viel Potenzial, um da stimmlich was zu tun. Und zwar, wir steigern uns von einem Piano in ein Forte und gehen wieder zurück. Das ist sozusagen wie eine kleine Welle, die wir dort stimmlich machen. Ja? Du, ja, du. Und dann geht die Welle los im Piano. Ja. Also wir flammen einmal auf und nehmen die Stimme wieder zurück. Über die 6 Schläge. Ja? Phrase 3 nochmal. Du, 1, 2, 3. Du, ja, du, ja. Boy, yeah, yeah. Und dann geht der Anfang wieder los. Okay. Ganz eine Menge, was wir beachten. Dafür klingt es nachher wundervoll. Also nochmal die erste Phrase, schön schwungvoll gesungen. Die zweite Phrase. Lo, 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 lo. Ist also sehr, sehr leicht. Und am Ende schön die Vokale aussingen und die letzten 6 Schläge aufflammen und zurückgehen. Okay? Dynamisch viel los. Das macht aber den Reiz des Kanons nachher aus. Los geht's von vorn. 1, 2, 3. Boy, yeah, yeah, boy, yeah, yeah, boy, yeah, yeah, yeah. Lo, 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 lo. Ist es. Ach komm, machen wir gleich nochmal zur Festigung. Hier oben geht's los. Boah. Denkt an die verschiedenen Klangfarben. 1, 2, 3. Boy, yeah, yeah, boy, yeah, yeah, boy, yeah, yeah, yeah. No, 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 no. Euch
jetzt mal vorspielen, wie das als Kanon klingt. Schmeißt euch wieder einfach irgendwo dazu. Ihr könnt an drei verschiedenen Stellen anfangen. Entweder very first beginning, also gleich von vorn. Oder ihr steigt da ein, wo die erste Stimme einmal mit Boyeje durch ist. Also Boyeje, Boyeje, Boyeje. Dann würde die zweite losgehen wieder. Boyeje, Boyeje und so weiter. Ne? Beim dritten, wenn die erste Stimme bei der 3 ist, dann kann auch noch mal eine erste Stimme. Es ist ein dreistimmiger Kanon. Ne? Also viel Spaß. Probiert euch aus. Kleine Hommage an Game of Thrones. Manch einer hat sich vielleicht akustisch jetzt erinnert gefühlt. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss!